Flashback. Nee, wir wachen wieder auf. Ja, meine ich ja. Oh Gott, jetzt ist er auch noch so... Gleich wegtreten. Wird die Sicht auch wieder normal oder sind wir jetzt in so einem Ölgemälde? Nö, jetzt kicken die Tabletten. Jetzt kicken die Tabletten. Oh Gott, ey. Ach. So hochglasiert ist jetzt Sicht, ey. Es wirkt nicht. Es wirkt nicht. Packe doch bitte weg. Was? Muss ich das jetzt mitnehmen? Kannst du nicht einfach sagen, schließen? Also Rechtsklick? Sie holt es immer wieder raus. Sag mal, warte mal. Warte mal. Kann ich mal kurz übernehmen hier? Was ist denn mit dir? Notiz umdrehen, AD? Hä? Wir haben das Spiel kaputt gemacht. Na, vielleicht müssen wir das ja auch so mitnehmen. Benni, wir laufen jetzt damit einfach weiter und. Du kannst ja hier. Wie willst du denn hier was öffnen? Du kannst ja nichts machen. Jetzt halt mal rechts gedrückt. Wir können auch nicht mehr nach oben kicken, wa? Dann sind wir eine Scheiße jetzt hier. Deswegen. Na toll. Wir haben das Spiel kaputt gemacht. Na dann machen wir nochmal ab nächsten. Zurück zum Menü. Ich hoffe natürlich, dass der jetzt hier einen Checkpoint genommen hat. Ja, das müsste. Also er müsste. Ich hoffe, oder? Nein! Nein! Warum hat jetzt hier keine Puppe gesehen, Benni? Hast du die einfach bloß weggepackt wieder? Ich würde sagen, ja. Nimm's nicht auf. Nee, ich nimm's nicht auf. You made a vow after all. To be together in health and sickness. Your husband also needs a refuge. Someone to rely on. Please keep going. She spends a lot of time with her father. I don't like it, but maybe it's for the best. Warum machen die eigentlich immer so ein Tamtam um den Namen eigentlich? The sooner the better. She needs to be strong to survive in this prison. Sind wir vielleicht diese Tochter? Die Schriftstellerin? Das kann natürlich sein. Ich meine, also mal vom Offensichtlichen, Kann ich jetzt so sagen. Der Maler sowie die Frau, die wir jetzt spielen, sind ja beide weiß. Und mir war so, als wenn die Schriftstellerin schwarz war. Weil der Sohn schwarz war. Aber sind wir schwarz? Das, sind wir farbig? Das weiß ich nicht. Wäre natürlich mal eine Ansage. Irgendwie, wenn wir quasi der Spross dieser tollen Familie sind. Ach, guck mal, sieht schon fast normal aus. Ja, super, sieht super aus hier drin. Ehrlich, schau. Ja, auf jeden Fall normaler als vorhin, ne? Also. I need to do more. If they see me playing a sonata, they won't lock me up. Ah, ich glaube nicht, dass das. Ich glaube nicht, dass sich das von dem Verschluss bewahren wird, meine Beste. Kicherst du nur schon wieder so. What happened to them? Is of course tragic, but it was also something that happened to you. As your relationship changes, your art will change with it. You should take extra care of yourself in this difficult period. Das hast aber schön ausgedrückt, Junge. Sehr schön. Ja, also wir hatten, ich bin auch der Meinung, dass wir eine Farbe gespielt haben, irgendwie die Bücher geschrieben hat. Ich fand gerade nur den Kommentar von Jojo so schön. Ihr seid ziemlich hell, aber vielleicht liegt das auch an meiner Bildschirmeinstellung. Was? Ja, damit meint sie uns. Oh, eine Notiz. What is left of it now? Of our love, so pure, so ideal. When all I am is blood and pus. A pile of screaming flesh, locked in a prison that is this house. No wonder you run towards your canvas.
Jetzt verstehe ich natürlich. No wonder you love your art more than me. Jetzt verstehe ich auch, warum das so eine Krake ist, ne? Weil sie ja sich natürlich jetzt erstmal wieder das Schreiben wieder antrainieren will. Hat. Na, willst du nochmal zu dem Holzmännchen? Ich würde mal zum Holzmännchen dahin gehen. Aber diesmal bleibt er auch stehen. Everything in my life is tainted now. Soaked in ever-moving shadows, the flames cast on me. They surround the cell I'm locked in, and there seems to be no escape. Yesterday, I played with our daughter for a while. She was a bit shy at first, but then she loosened a bit. Started to laugh and dance. I felt the happiness coming. It was just at the door. And then, like a guard in a prison, feeling that I might just catch a glimpse of freedom, the pain came. I saw the fear in her eyes. In her mind, I must be a maimed monster, haunting her worst nightmares. Ach, so schlimm wird es schon gar nicht gewesen sein. Das sind aber auch... Mann. So, naja, dann nehmen wir mal runter. Meinst du, jetzt führt es im Keller ein bisschen mehr? Oder wir können endlich in, Was? Genau. Den los hier. Achso, jetzt sind alle Ketten. Ja, wir können jetzt wahrscheinlich in die Küche. Okay, also das Zimmer des Maestros ist immer noch zu. Was ist Kitchen? Was? Was denn? Das hört sich gerade hier nach einem sehr, sehr dicken Stein an, der bewegt wird. Können wir einfach gehen? Ist ja der Ausgang. Oh, schade. Nein, also ab in die gruselige Küche. I'm sure that when she gets better, both your art and hers will reach new heights. It's just... Egal. Ist mir egal, was du zu sagen hast. Ich möchte jetzt in die Küche. Die Vorratskammer. Hey. Oh, ein Korb ist hier. I hit it. Can't you see what's happening to you? Warum stand da was anderes, als sie gerade gesagt hat? Ja, das ist freie Google-Übersetzung. Okay. Einfach freie Google-Übersetzung. So, und hat sich alles verändert? The rotten heart of our house. Hat's. Und wir sind wieder hier. Hier geht ja nichts. Oh, doch. So, und die Ketten können wir wahrscheinlich nicht entfernen. So, super. Schön. Denn hinein. There was a time when I couldn't spend a day without crying. But now, I don't even want to do that. It's like my emotions are locked in their own cage, and I can't even be bothered to look for the key. Ich schwör dir, Alter, das Spiel wäre einfach nur ein Drittel so lang irgendwie, wenn wir hier nicht so viel immer vorgelesen bekommen würden. Ich meine, nicht falsch verstehen, ich finde es schön, wenn mir was vorgelesen wird hier. Muss ich nicht lesen, aber so alle 3 Meter einen Zettel finden, das blockt mich etwas. Schön. Playing with our daughter is usually a joyous occasion. One of few left in my life. Today, though, I had to ask her to leave almost mid-sentence. It's all these questions. How do you feel, Mommy? What do you think, Mommy? Mommy, why are you sad? What is your name, Mommy? I don't know, darling. I don't know anything but the fact that my chains grow heavier every day. Ja, das ist, was ist das, kann ich jetzt, Gewehr oder Kind oder was? Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, das Gewehr sieht aus, als ob das auf das Kind gerichtet ist. Und wie ja, du auf dem Bild erkennst, ne, ist, ja. Ich nehme mal das Kind hier weg. Er musste mit der Taschenlampe wegbrennen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt das Kind jetzt hätte wegbrennen sollen. Oh, ich wüsste nicht, ob das so... Das war glaube ich nicht gut. Hallo, okay.
Ein schönes anderes Bild. Weiß ich nicht. Hm? Was ist eigentlich bei dir im Hintergrund, was die ganze Zeit so ein bisschen so macht? Das ist mein Rechner. Was? Ja. Das sind die Lüfter meines Rechners. Okay. Die hier hochpumpen ohne Ende. Aber dabei läuft das Spiel auch bei mir und nicht bei dir. Ja, das ist... Ich kann dir auch nicht sagen, woran es liegt, Benny. Ich weiß nicht. Okay. I feel that my soul has gone sick. Richard! And that's why I'm writing to you. It's like all my energy has gone away. It is hard to even get out of bed. Not because of the pain. I don't mind the pain as much as I used to. I just can't see the point of getting up, eating, talking to anyone, living this life in the prison my body has become. Also, letztendlich wiederholt sie sich ständig. Ständig. Ja, sie ist eingesperrt im Haus, sie fühlt sich wie im Käfig gefangen, in ihrem eigenen Körper gefangen. Ja. So, was haben wir hier? Was ist denn das da? Was ist denn das? Was soll das sein? Achso, so ein Leinwandständer-Gemälde-mäßig. Okay. Und, was ist das hier drüben? Ja. Galgen. Sollen wir, brennen wir jetzt den Galgen lieber weg? Ich bring mal den Galgen weg. Okay. Oh, Blumen. Ist doch viel schöner. Gucke mal. Oh. Welchen Teil von mir will ich zerstören? Wie? Ja, ich glaube, die Entscheidung hast du schon getroffen. Schön. Gut. Ja, dann fängt aber blöd, dass ich natürlich da das Baby weggeburnt habe. Für mich für eine Muskete entschieden habe. Ja, so weh. There is no other way. Okay. Gut, wenn du das sagst. Gehe ich jetzt. Achso. Ja, aber da kommst du ja nicht weiter. So, vielleicht doch. Ah, schön. Hallo? Nein. Da bescheuert als so ein verglaster Schrank. So, da ist bestimmt was Geiles drin. Ich mach mal auf. I can't help but thinking that what's happening to me is right on some level. I deserve to be imprisoned in this body, in this house. After all, what can I bring to the outside world? Why should anyone love me, admire me, seek my company? Weil du ein ganz, ganz toller Schmetterling bist. Zwar mit einem leicht angebrannten Flügel, aber immer noch ein hübscher Schmetterling, also hab da nicht so. So, okay, jetzt geht's hier weiter. Moment. The symptoms you're describing aren't uncommon, especially among women and artists. Being that you are both, you are naturally more prone to hysteria and melancholy. I'd suggest avoiding extreme emotions and spending time in peaceful surroundings. Yeah. In fact, we have a center for troubled women here in just over the sea. Mhm. Ja, da waren sie ja früher nicht so, wa? Hm? Och, wir sind ein bisschen hysterisch, hm? Wie wär's denn mal mit 3 Wochen geschlossen, ne? Hm, krasse Zeiten damals. Der gute Wein! Oh. So, offene Tür. No light. Okay. Gut, passiert erstmal nichts. Zum Glück haben wir ja noch eine weitere Tür. Hey. Und hier. Oh oh. Oh oh.
Oh. Da geht's nicht durch. Let go. Lauf doch. Küchenmesser. Weg ist es. I wrote to the doctor, declining his offer. I won't be locked up. I won't let them. I will get through this on my own. This is my head. Scheiße, da hinten kommt sie. So, ist jetzt hier die Tür verschlossen? Nee. Doch. Aber ist nicht quasi ja, für den Schlüssel, den ich habe. Oh, wo ist er? Wo ist er? Da, rechts. Nein. Ja, hey, ist doch ja? Nicht wahr hier jetzt. Und da vorne. Oh! Ist jetzt. Also. Kann die sich teleportieren? Was ist mit dir los? Ich unangenehm, ne? Ich unangenehm, muss ich einfach sagen. Ich. Ist schon blöd. Da kommt sie gleich wieder. Ja, da kommt sie, die blöde Hulle. Hier! Fräulein! Let me go! Mach auf dein Ding! Dann. Und weg! Und tschüss! Okay, Schere oder wir? Oder wie Geige. Na ja, denn? Ich weiß jetzt nicht, Schere, sind wir jetzt hier eine besondere Näherin oder was? Nee, ne? Eigentlich nicht. Nee. Ah, sieht gut aus. Sieht gut aus. Na, hey. Entspannte Musik setzt ein. Sehr schön. Finde ich gut. Oh, und sie hört schon wieder auf. Mist. Na? Guck mal, ist doch gar nicht mehr da. Ja, genug entspannt. Ich sieht's aus. Trau hier den Frieden nicht. Ja, jetzt landen wir doch bestimmt wieder in unserem Bett. Oder? Arbeitszimmer des Mannes ist offen. Ja, okay. Fette Hellraiser Vibes. Ach du Scheiße, was jetzt? Wir laufen in unserem Zimmer auf und ab. Pathetic, you weakling. You claim that you're perfect? Nothing would hurt you if it were the truth. Perfection is incorruptible, eternal, proud. Look at you, chasing me around like a fool. What even am I to you? My true self. I am perfect. Nothing can hurt me. This is just a test, and I'm passing it. Everything is fine. Okay. Ja, dann könnten wir jetzt mal gucken, ob wir was unten im Arbeitszimmer finden. Ich würde mal runtergehen. Und weh, das Kind schöne Bild von mir. Da kann sich der scheiß Kerl aber gleich mal was gefasst machen. So. Ah. Okay. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Ich hab mir gehofft, dass ich nochmal das Babyface finde für dich. Nein.
The whole house felt like a prison cell. Tja. Was haben wir jetzt erwartet, hier zu finden? Ne? Eigentlich das fertige Bild. Na, das haben wir ja oben. Das hatten wir ja gerade an der Hand. Mhm. Ich habe keine Taschenlampe mehr. Nee, die haben wir ja verloren bei der Kettenattacke. Aber schauen wir mal, was wir jetzt hier so finden. Ach du Schande, Alter. Okay. Wie gesagt, ich finde das Kettenmotiv finde ich sehr, sehr cool. Ah! Ach, ah! Oh, und alles voll damit, na bitte. Ist ja wie so ein kleiner Benny, Alter. Guck mal. Ganz toll, ich finde es. Und du kannst dir sicher sein, welche Folge davon wie das Thumbnail aussehen wird? Es ist so wunderschön, dieses Bild. Ach, schön. Babyface. Großartig. Ich sag dazu nichts. Und damit sagst du alles. Richtig. So, ich will hier kommen? Weiß ich nicht. Ich würde fast sagen, vielleicht. Ich würde fast sagen, vielleicht, ja. Ich bin von hier gekommen, ne? Ja. Du warst so abgelenkt von dem Babyface. Du hast dich so sehr gefreut darüber. Genau. Das ist schön. Aber für dich, Benny. Ich habe mich für dich darüber gefreut. Ja. Ne? Mhm. Das ist doch auch schön. Ja. Guck mal, da gibt es noch links was zu lesen. I'm sorry for the late answer. Hallo, wir haben lange nicht mehr über die lesen. I don't sleep because I'm thinking about you and your misfortunes. I need a break after each letter. And when I come back to it to write the answer, there's always a matter of deciphering. Your handwriting. I'm sure you know it's not as beautiful as it used to. Hey, wir freuen. Was, werden sie verbrannt? Oh, schade. Nee, die bleiben ganz. Tschüss, Babyface. Ciao, ciao. So, wie kaputt kannst du tatsächlich in der Murmel sein, dass du dir so eine Scheiße zusammenreimst? Yesterday I was woken up by, I think, the most terrible sound I've ever heard. Like a sick cat being slowly strangled. Took me a long time to realize it was. Hallo, ich hab mit der Violine geübt. So in der Scheiße. Picked it up and tried to play. I think there's no coming back for her. What? Okay. Ich spüre hier nicht besonders viel Liebe von meinem Mann, muss ich sagen. Ja, so die Unterstützung ist. Ja, da ist kein Support. Da ist kein Support. So. Irgendwie. Nee. Oh, was? Schon sind wir gefangen auf den Inseln der Einsamkeit. Geht's so, denn da noch links lang? So, ja, sag mal, wie das ist. Eine Taschenlampe würdet jetzt bringen. Die würdet jetzt einfach bringen. Ja, die haben wir leider nicht. Einfach interessant. From what you write, this whole situation is very hard for your child. Maybe you should spend less time with her. I know it's painful, but I believe it will be for the best. You both need time. Welcher Lachsnacken ist auf die beschissene Idee gekommen, alle Furznasien Zettel hinzulegen irgendwie? Ich finde das absolut unverhältnismäßig. Das ist, also, man, Story-Verdichtung hin oder her, ey, das tut überhaupt nichts, außer dass er dich alle 3 Meter ausbremst.
Na, wir gehen jetzt, glaube ich, jetzt Step by Step jetzt hier die Sache komplett durch. Ja, aber was? Sie erzählen ja nichts Neues. Das ist ja das Schlimme irgendwie. Ist jetzt nicht so, dass jetzt hier die große Offenbarung auf jeden Zettel steht. Das ist richtig. That this is not the person I loved. That this is not a person I could ever love. Also, und die Leute machen Silent Hill, das neue. Ich hab ganz tolle Bauchschmerzen, Benny. Ich hab ganz tolle Bauchschmerzen, was das angeht. Ach, Silent Hill. Ja, vielleicht wird's ja gut. Man weiß ja, es noch nicht. Na, tatsächlich kenne ich nicht so viele gute Spiele vom Blooper Team, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das zähle ich jetzt nicht zu den guten hier. Tatsächlich. Also, die Effekte sind toll, aber das ist halt alles, das ist so ein. Es fehlt mir etwas an Substanz. Substanz. Kann ich hier lang? Ja. Okay, wir sprengen so Stück für Stück die Ketten ab, oder was? Ja, ich bin Sprengerin der Ketten. Khaleesi. So. I don't think you fully understand your condition. You have been in a terrible accident and you are, to be honest, lucky to be alive. Not to mention writing letters, demanding of your body to come back to normal. To be healthy is like demanding a broken mirror to fix itself. You're doing great progress and you're healing, but I'm afraid things won't be back to normal. No doctor on earth can make the pain go away. I'm truly sorry to tell you that, but you will have to learn to live with it. Hochachtungsvoll, Dr. Med William H. Green. Jojo, ich werde dir sagen, was uns hier unten erwarten wird. Ein weiterer Brief. Ein weiterer Brief. Ich bin gleich wieder da. Ich muss kurz mal in meiner Wohnung die Fenster zumachen. Hier geht's gerade richtig ab. Warte kurz. Also, mach ruhig weiter, aber ich bin gleich wieder da. Naja, ich warte kurz irgendwie. Ich kriege mir mal den Chat an hier. Okay. So, okay. Now, let's take a look in the mirror.